Herr Prang, herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen Eutin 08. Sie haben mit dem JRV Lübeck jetzt nach 14 Spielen 40 Punkte geholt. Das ist schon sehr beeindruckend. Ein Unentschieden ist dabei. Es ist keine makellose Serie, aber es war auch nicht zu erwarten, dass wir das so hinkriegen, wie wir es hingekriegt haben. Da haben die Jungs schon eine tolle Leistung gebracht. Obwohl man auch heute gemerkt hat, insofern wird Zeit, dass wir eine Pause haben. Insofern, das merkt man tatsächlich. Das Corona-Jahr, denke ich mal, hat auch Spuren hinterlassen insofern. Und das konnte man, glaube ich, nicht aufholen mit der Vorbereitung auf die Saison. Aber ich denke mal, es geht vielen Mannschaften so, aber bei uns merkt man den Kräfteverschleiß natürlich enorm, das muss man ganz ehrlich sagen. Wie viel Trainingsaufwand steckt denn hinter diesem Erfolg? Wie oft trainieren Sie pro Woche? Also wir trainieren dreimal die Woche, am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Und wie gesagt, der Wettkampf eben selber noch am Samstag oder Sonntag, also viermal ist man schon auf dem Fußballplatz. Ne? Das ist eine ganze Menge. Was kommt jetzt in der Winterpause? Wie lang wird die für Sie und wann fangen Sie wieder an zu trainieren? Wissen Sie das schon? Also wir haben noch keinen konkreten Plan, aber ich denke, dass wir zumindest erstmal den kompletten Dezember und auch, ich denke, den kompletten Januar auch Corona-bedingt sicherlich nichts machen werden insofern und dann wieder einsteigen. Ich denke, dann sind die Kräfte auch wieder gesammelt, haben die Leute auch wieder Lust auf Fußball und so und dann, denke ich mal, geht es auch wieder los. Wir müssen da sicherlich alle mal ein bisschen runterfahren und das passt, glaube ich, ganz gut. Ja. So, vielen Dank, Herr Prang. Christian Krüger, erstmal herzlichen Glückwunsch zur starken Leistung und schade, dass es nicht zu einem Punkt gereicht hat. Ja, kann ich eigentlich nicht so weit was hinzufügen. Wir waren hier über 90 Minuten hier absolut, fand ich, auf Augenhöhe. Möchte sogar sagen, nach dem 0-2, wo wir auch schon Spiele gegen starke Gegner, wenn ich an zwei Wochen zuvor gegen Kronshagen zurückdenke, trotzdem toll zurückgekommen sind und uns nicht haben gehen lassen und auch durch schöne Tore hier zum verdienten Ausgleich gekommen sind. Und am Ende dann, ja gut, das ist dann auch Fußball. Da ist dann auch die individuelle Klasse, wenn ich sehe, dass der Ide hier alle drei Tore, glaube ich, macht, wenn ich richtig aufgepasst habe. Das ist dann natürlich, auch so ein Spieler haben wir dann einfach nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Kann man sicherlich in der Entstehung besser verteidigen. Gerade das erste Tor, wo für mich ein klares Foul vorher an Paul Kuszak ist im Mittelfeld. Da ist dann halt eine Mannschaft wie Hanse oder wie JV Lübeck dann tatsächlich auch griffiger und vielleicht ein bisschen erwachsener als wir. Die Punktspiele 2021 sind vorbei, jetzt kommt die Pause. Wie lange wird die ungefähr dauern? Wisst ihr das schon? Ja. Wir werden im Dezember noch zwei Wochen trainieren. Viele gehen jetzt auch in den Abiturzeitraum rein und schreiben vor Abitur, sodass wir da also eher eine Bewegungstherapie machen, sag ich mal, ne? Dass die Jungs nicht einrosten. Hallenturniere haben wir bis auf ein Turnier beim FC Schönberg 95 letzte Woche abgesagt, aufgrund der derzeitigen Einschränkung durch die Pandemie und auch unser eigenes leider, so dass wir dann den Januar mit einer Team-Challenge begehen werden. Das heißt, die Jungs kriegen eine digitale Gruppenaufgabe und werden dann Ende Januar dann in die knapp 5- bis 6-wöchige Vorbereitung auf unser erstes Meisterschaftsspiel gegen die SG Breitenburg gehen. Das war der Blick nach vorne. Noch einmal kurz der Blick nach hinten, weil wie gesagt, das Fußballjahr 2021 ja. Geht dem Ende entgegen. Wie zufrieden bist du mit der Saison, wie sie bisher gelaufen ist? Wir standen ja in der Corona-Phase im März, April vor der Entscheidung, gehen wir mit einem relativ vorhandenen Kader mit 16 Spielern so rein oder werden wir uns nochmal von Spielern trennen und nochmal gucken, was kommt aus der B-Jugend hoch, was kriegen wir extern hinzu. Wir haben uns dann für das Zweite entschieden, auch mit Weitblick auf das neue Jahr. Wir haben viele Lernspiele gehabt. Ich denke so an das Spiel in Bagdad Heide zurück, an das Spiel in Hennstedt, an das Spiel zu Hause gegen Heide. Haben aber auch gerade jetzt nach der Herbstferienpause, auch nachdem viele Spieler natürlich auch im Herrenbereich schon mal Luft schnuppern durften, das hilft uns alle ungemein, haben wir dann uns nochmal besonnen und gerade auch gegen starke Mannschaften, wenn ich an das Spiel vor 4 Wochen in Heide zurückdenke oder auch in Kronshagen, wo wir sehr ersatzgeschwächt kein schlechtes Spiel gemacht haben beim 0-4. Und heute war dann letztlich, ja, vielleicht das Spiel, wo wir am nächsten dran waren, einen der Top 3 auch nicht nur zu ärgern, sondern ich fand, wir haben sie geärgert und hätten sicherlich vom Spielverlauf her mindestens einen Punkt verdient gehabt.